Hallo ihr Säblinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Yay, Orion hat Level 14 erreicht. Wir fangen an in der Oase. Oh, guck mal da, springen auf Silber mit zwei Schleifchen. Irgendwie ist es so still, kann das sein? Honigkeks haben wir bekommen, 10 Stück. Jetzt klickt hier was. Ritt, jetzt komm. Was ist denn der Ton so verzögert? Hört ihr das? Der ist ja 2-3 Sekunden hinterher. Was ist das denn hier? Oh weia. Gut, dann würde ich sagen... Warte mal. Orion müssen wir ja auch noch leveln. Ich würde sagen, ich werde das hier jetzt mal noch machen. In der Oase. Und ich glaube, dann schalte ich heute mal den Ton aus, weil das ist ja irgendwie komisch. Wenn der Ton so ultra verzögert kommt. Da spinnt anscheinend mein Emulator gerade wieder ein bisschen rum. Ich hatte ja gestern schon erzählt, dass irgendwie das gerade bei mir ultra instabil läuft. Ich bin jetzt leider noch gar nicht so dazu gekommen, die Kommentare zu lesen, die gestern gekommen waren auf meine Fragen, weil ich so viel um die Ohren hatte. Bitte um Entschuldigung dafür. Das Einzige, was ich gesehen habe, dass viele tatsächlich auch geschrieben haben, dass sie ihr Pferd noch nie bürsten konnten. Und ich finde das sehr schade. Keine Ahnung, warum das ausgeschaltet wurde. Ich habe es ja auch nicht mehr. Manche haben es noch. Ich glaube, diejenigen, die es noch haben, spielen, glaube ich, auf iOS. Ich glaube, auf Android, habe ich gelesen, soll es wohl ausgestellt worden sein. Keine Ahnung, warum. So. Oh Gott, jetzt habe ich gar keinen Ton mehr. Oh. Ja gut, besser als so verzögert. Das ist dann auch irgendwie merkwürdig. Im Video habt ihr ja wenigstens Musik dahinter. So. Bam, bam, bam. Badam, bam, bam. Einmal abäppeln. So, jetzt sieht die Wiese doch wieder ordentlich aus. So, ja, ich kann die aufwerten. 66 Diamanten kostet. Das ist tatsächlich günstiger, als ich gedacht habe. Deswegen werde ich die jetzt auch mal auf, einfach aus dem Grund, damit ich meine Pferde in Frankreich nur auch schneller trainieren kann. Das ist ja im Endeffekt, Zeit ist Geld. Dann habe ich meine Pferde schneller trainiert und schneller wieder Platz im Stall. Wir gucken mal, was so an Post angekommen ist. Und yay, Tagesaufgabe. Wir waren wieder Stallbursche. Gezüchtet habt ihr auch wieder ordentlich. Nee, Australien mag ich jetzt gerade nicht nochmal neue spielen. So, wir sammeln Äpfelchen ein und Honig. Und ich hätte vielleicht erstmal die Kekse hier einsammeln sollen. Oh, das war keine gute Idee, erst die anderen Sachen einzusammeln. Okay, die Brezeln kann man verkaufen, die Weißwurst kann man verkaufen. Wie viel Ho... Oh, das ist alles heute ziemlich laggy. Ich bin ja mal gespannt, wenn ich gleich noch ein Rennen reite, wie das dann läuft hier. Ach, verflixt. Mir fehlt der Mais. Okay, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Das ist doof. Ja, den Mais, den habe ich jetzt heute erst wieder angebaut. Gut. Macht nichts. Unsere Bienchen können ruhig wieder weiter Honig sammeln. Wer weiß, wann ich da mal wieder so den nächsten Großauftrag brauche. Wie sieht's aus? Hat hier ein Pferd ein Level Up? Ja, Obelix und Viking. Alle beide. Super. Dann schauen wir als erstes mal bei Obelix vorbei, der ironischerweise keine blau-weiß gestreifte Hose trägt. Level 14 ist er geworden. Ah, keine Verbesserung. Aber Diamanten. Schenk uns Diamanten. Es hilft. Sehr gut. Okay, 12 Diamanten haben wir bekommen. Das heißt, wir sind auf 308. Aber wir haben leider kein grünes Futter mehr. Das heißt, wir schicken den Kleinen direkt später direkt auf die Weide zum Trainieren. Genau, die beiden sind durch. Lolita steht hier nur rum zum Putzen. Level 11. Viking kann jetzt springen lernen. Ausdauer wäre cool gewesen, muss ich sagen. Naja, vielleicht kommt das mal noch. Ja, hat das auch nicht gelernt. Blaues Futter, 8 Stück. Schade. Gut, kann man nichts ändern, ist so. Ja, Viking darf direkt weiter trainieren.
So, da bin ich wieder. Mein Spiel hat sich mal wieder aufgehängt. Aber das hat jetzt auch was Gutes, denn jetzt passt der Ton wieder. Yay! Ich kann mir den Ton einblenden. Wuhu! Was wollte ich nochmal machen? Ah ja, Viking trainieren. So, und wir haben noch eine Tagesaufgabe abgeschlossen. Und zwar sammle 700 Münzen. Nehmen wir doch gerne mit. Verkaufe 7 fruchtige Futter. Das kriegen wir noch hin. Welches ist denn das? Oh, noch eine Tagesaufgabe abgeschlossen. Nö. Welches ist denn das fruchtige Futter von unserem fruchtigen Futter? Ich weiß es nicht. 5. Hm. Das da? Hm. Das hat schon mal nicht gereicht. Ja, das hat schon mal nicht funktioniert. Ist das hier fruchtiges Futter? Hm. Und das hier? Auch nicht, damit es wohl das hier sein. Da haben wir aber gar nicht so viel von. Nee, funktioniert alles nicht. Schade. Okay, macht nichts. So. Dann würde ich sagen, ab mit uns. Ja, ich weiß, schon wieder Japan. Ich bin momentan, irgendwie verzeiht mir das, ich bin aktuell echt da in so einer, ich weiß es nicht, ich bin so absolut hier in Japan-Stimmung. Also so, das ist, ich weiß es nicht. Irgendwie Australien habe ich gerade nicht die richtige Motivation zu. Brasilien, so über die 2 Ebenen, das ist cool, aber irgendwie bin ich momentan so eher für die klassischen Rennen. Mexiko und Russland finde ich persönlich relativ langweilig, weil da jetzt nicht wirklich schwere Linienführungen drin sind. Und das ist der Grund, weshalb ich aktuell meistens nach Japan gehe. Ja, die Gründe vielmehr. Es sind ja mehrere Sachen. Yay! Da 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 da. Da 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 da. Where's my Japanese boy? Oh, I miss my Japanese boy. Da 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 da. Oh Gott. Da 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 da. Oh, oh. Di 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 di. Oh, oh, was it something I said or done? Ich muss mal echt gucken, ob ich das Lied finde in Spotify, aber ich glaube nicht, ansonsten kann ich das am Sonntag mal abspielen. Sagt euch Xanadu noch was? Das war so eigentlich das einzige, die einzige japanische Band, die auch in Deutschland mal kurz recht erfolgreich war. Das war, oh Gott, das war jetzt wirklich hart. Das waren so 4 Mädels. Wir haben eben so eine Mischung aus Japanisch und Englisch gesungen. Und die hatten eigentlich, das war mehr so ein One-Hit-Wonder. Also ich verflixt. Ich fand sie cool, aber sie waren halt doch recht speziell. Die hatten, mit King Kong hatten sie ihren Hit. Das war so, da Kishi mit King Kong, do it right. Da 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 da. Kokohokara King. Ich fand das voll cool. Aber ja, wie gesagt, leider nur One Hit Wonder, ein paar Lieder gab es noch. Und Japanese Boy ist ja schon ein recht altes Lied und sie haben es eben gecovert und wie ich finde, wirklich gut. Leider, ich habe schon mal in Spotify geguckt, gibt es nicht wirklich viel von denen dort. Sonst schaut einfach mal Xanadu, Japanese Boy, die werden Shanadoo geschrieben. Müsst ihr mal gucken. Also es ist echt, ich persönlich kriege da immer gute Laune, wenn ich das Lied höre. Ah, oh, ich weiß schon, was ich gleich höre. Ich habe da sogar mal das Album von denen gehabt, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das ist. Ich habe das jetzt neulich verzweifelt gesucht, aber ich habe es nicht mehr gefunden. Ich hoffe, es ist nicht bei einem meiner Umzüge verloren gegangen. Hier haben wir jetzt, kriegen wir aber heute ordentlich Diamanten zugesteckt.
So, unsere Futtermühle ist auf vorletzter Stufe. Ja, auf vorletzter. Die werten wir jetzt noch auf die letzte auf. Zack, zack, zack. So, diesmal habe ich es richtig rumgemacht. Erst die Futtermühle, damit ich die wieder bestücken kann und somit wieder Platz im Lager bekomme. Ja, ist das jetzt Früchtefutter? Das ist Mischfutter. Kirschfutter? Toll, jetzt habe ich das... Weinfutter? Fruchtiges Futter. Ich habe fruchtiges Futter verkauft. Ach, 7. Ach, verflixt. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Zwei Stück muss ich noch verkaufen. Ja, meine Güte. Ja, wie gesagt, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, jetzt haben wir auch unsere zweite Tagesaufgabe abgeschlossen. Und ich weiß, dass ich dafür eine Belohnung bekomme, wenn ich davon ein bisschen... Ach, guck mal hier, die muss ich auch mal aufwerten. Ich weiß, dass ich dafür mehr bekomme. Was soll ich denn jetzt sagen? Ah ja, dass ich dafür was bekomme, wenn ich alle abschließe. Problem ist nur immer, dass ich es meistens in der Zeit nicht schaffe, die ich dann noch habe, das kurze Zeitfenster. Weil ich einfach tagsüber gar nicht dazu komme, hier reinzuschauen. Das war eigentlich auch mal anders geplant. Vielleicht erinnert ihr euch noch, ich wollte es ja so ein bisschen außerhalb der Folgen auch dekorieren und alles. Ja, aber daraus wird schon wieder nichts mehr. Es ist echt... Also, nicht mal 72-Stunden-Tage würden... nicht mal 48-Stunden-Tage würden reichen. 72-Stunden-Tage bräuchte ich. Das ist mir zu teuer. Schauen wir nochmal in die heutigen Fragen rein. Welches Futter ist für Pferde schädlich? Zwiebeln, Möhren oder Honig? Es sind die Zwiebeln. Die kommen mit der Säure nicht klar. So, welche dieser drei Rassen ist die älteste? Rocky Mountain, Araber oder Canadian Pacer? Das, ja, genau. Oder was? Zwei Rubine? Krass. Wissenschaftsquiz. In welches Reich gehören die Pferde biologisch gesehen? Animalia, Pilze, Urtierchen. Was? Urtierchen? Animalia, Animal, animalisch, tierisch halt. Ach, guck mal hier. Jetzt hauen sie aber nochmal raus. Wahrscheinlich war jetzt... Und was ist ja? 13 Tage oder wie lange geht das hier noch? Ach nee, hier, 2 Tage. Tatsache. Ja, deswegen hauen sie jetzt so ordentlich raus. Dann macht es Sinn. Aber wir brauchen das nicht mehr. Oh, ich würde jetzt echt gerne, wenn jemand von euch noch Brezeln oder irgendwas braucht. Ah, es gibt jetzt gar keine Brezeln mehr. Ah, das hat das Fruchtfutter gegeben. Tja, ich sollte vielleicht mal wieder die Augen aufmachen. Was gibt's hier? Gerade nichts Interessantes. Das kann ich mir sowieso nicht leisten. Nö. Und was sagen unsere Pferde hier? Daria hat ein Level-Up. Wunderbar. Dann gucken wir da mal, welches Level hat sie denn jetzt? 15! Und springen auf Bronze könnte sie noch lernen. Dann ist sie so ein bisschen so ein Allround-Talent. Auch wenn sie nichts richtig kann. Aber sie bringt uns nur 8... Das heißt nur 8 oranges Futter. Das ist nicht schlecht. Das ist immerhin das teuerste Futter im Spiel. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Genau, wir müssen unser kleines Fohlen hier mal füttern. 13 Mais haben wir leider nicht. Wenn ich die kaufe, kostet uns das genauso viel, wie wenn ich es jetzt einfach weitergeklickt hätte. Deswegen kaufe ich es natürlich, weil so kriegen wir wenigstens noch Erfahrungspunkte und unser Fohlen wird gelevelt. Wie viel bringt uns das? 40. Und das heißt, Falbala wird Level 5 und wir können wieder heute einen Veredelungsversuch starten in Richtung mythischer Frederiksborger. Das ist jetzt das große übergeordnete Ziel und wow, seht euch mal die grünen Augen an, die sie hat. Hammer, wie Saphire, krass. Ne, Smaragde. Saphir ist blau, ich meine Smaragde. So, Shadow. Und Falbala. Genau, und das ist der mythische. Gott, 11%.
so eine winzige Chance. Aber mein Gott, es kann klappen, es kann immer klappen. Und es klappt, ich glaube das nicht. Wir haben direkt beim ersten Versuch einen mythischen Frederiksborger. Der hat von Anfang an Springen auf Bronze mit einem Schleifchen, Ausdauer auf Gold mit zwei Schleifchen und Tempo auf Silber mit zwei Schleifchen. Also ein echt gutes Pferdrennen und es ist ein Stütchen. Miau. Süß. Und ich habe einen Namen für sie. Ich hoffe, ich vergesse ihn nicht bis morgen. Ich würde sie gern Levantina nennen. So, hier haben wir Adesco. Komm, machen wir, weil ich würde Adesco jetzt gerne mal noch ausleveln. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. So. Jetzt ist er immerhin schon mal Level 10. Nee, doch nicht. So knapp nicht. Ich glaub das nicht. Naja, gut. Kann passieren. So. Ach, schade. Und hier hinten in unseren Minen sind heute leider nur Münzen gefördert worden. Aber mein Gott, kommt halt mal vor. So. Damit, ihr Lieben, das haben wir. Ja, ja. Wenn sie hier steht, können wir auch heute auf die, das hier. Oh, das wird dann das erste, der erste Stall, den wir auf Level 5 aufwerten. Darias Stall hier. Hm, nicht schlecht, nicht schlecht. So, ja. Also, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Morgen machen wir wieder eine 10 voll. Das heißt, morgen kommt wieder eine Besuchsfolge und wir werden uns nicht um das Fohlen kümmern. Fällt mir jetzt gerade auch ein. Ihr könnt mir natürlich schreiben, wenn ich die vielleicht erst in weiteren 10 Folgen machen soll. Haut es mir einfach mal in die Kommentare. Ich bin gespannt und von daher hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Und bis dahin, ciao!